Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray und einem Ferrari Italia. Hier, 458. Geiles Auto, hatten wir schon ein paar Mal im Let's Play. Unter anderem habe ich das ja auch als PXR Performance mal aufgebaut. Heute allerdings habe ich dieses Fahrzeug aus einem ganz besonderen Grund, nämlich ganze zwei Leute haben sich dieses Fahrzeug gewünscht. Und diese zwei Wünsche versuche ich heute in dieser Folge zusammenzunehmen. Die sind ein bisschen unterschiedlich in ihrer Form, in ihrer Optik, besser gesagt. Ich würde sagen, wir fahren erstmal los und suchen die nächste Werkstatt, denn der wird hier nicht serienmäßig gelassen. Auch wenn das serienmäßig schon sehr, sehr geil ist. Hier ist überall so ein bisschen Grünzeug in der Stadt. Oh lala. So, und dann fahren wir einfach mal in die Werkstatt. So, und zwar, erster Wunsch, den ich auch versuche zu erfüllen heute mit dem Ferrari Italia 458. Und zwar, der Till hat gesagt, es soll rot sein. Ja, rot haben wir schon mal. Eine schwarze Motorhaube möchte er haben. Voll aufbauen, ja, was auch sonst. Er will keine Spoiler haben. Er will schwarze Felgen haben und er will mehrspeichige Felgen haben. Okay, dann versuche ich das jetzt mal im Windeseile zu organisieren. Und wie fangen wir da am besten an? Spoiler, wie gesagt, da haben wir ja auch nur die und die will er auch nicht und die kriegt er auch nicht. Wird auch irgendwie nicht passen hier in Horizon. Ja, dann würde ich sagen, Vollaufbau, da kommt auf jeden Fall mal eine Semi-Slick-Reifenmischung hin. Und ganz, ganz breite Dinger, 265er, kommen wir mal vorne hin und stolze 335er hinten. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, mehrspeichige Felgen will er. So, das versuche ich ihm zu erfüllen. Das wären mehrspeichige, das wären mehrspeichige. Das auch, aber ich glaube, ja, ihr wisst schon, was ich da jetzt nehme, da gibt es eigentlich nur die Super Turismo, die dem gerecht werden, oder? Ja, die passen auch nicht so. Die wären eigentlich auch gar nicht so verkehrt, die sind auch schon dunkel, aber mache ich nicht. Ne, ich möchte eigentlich die Super Turismo, da bin ich schon durch. Sind die denn hier? Die hier? Aber es passt irgendwie nicht so zum Italia, ne? Passt gar nicht so. Nee, da mache ich die nicht. Da mache ich dann doch lieber. Aber die passen auch nicht so, ne? Muss ich mal ganz ehrlich so sein. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Passen die hier irgendwie besser. Nehme ich die hier, die sind auch schon schwarz. Zack, drauf damit. Und wenn wir schon andere Felgen machen, dann machen wir es richtig Porno. Machen wir hier 21 Tonnen. Ja, doch, komm, machen wir mal. Jetzt machen wir es richtig Porno. So. 21 Zöller, zack. Und dann bauen wir hier auch noch alles rein. Gucken wir mal, was der Hobel dann gleich so gehen wird. Liga, beziehungsweise was heißt Liga, so Rennen fahren ist eher schlecht, muss ich sagen, bei der heutigen Folge, weil wir sind, glaube ich, mit dem Sportwagen schon so ziemlich alles gefahren. Und deswegen, ich guck mal, aber wir könnten auch theoretisch könnten wir auch einfach nochmal was fahren, was wir so schon gefahren sind. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. So, jetzt muss ich erstmal alles einbauen. Ja gut, den Überrollkäfig werde ich nicht einbauen, weil das passt jetzt nicht unbedingt so. Wir möchten jetzt hier auch keinen Rennwagen reinknallern. Aber Gewichtsreduzierung ist auch nicht schlecht. 1,2 Tonnen, das ist ordentlich weniger Gewicht. So, und jetzt kommt der Motor dran. Das ist das, was die meisten lieben. Dann mache ich mal vielleicht auf die Daten hier. Ja, geht schon ordentlich voran. Da wird das Auto natürlich noch mal ein bisschen leichter, weil die Einbauteile, die wir hier verwenden, sind auch etwas leichter in der Regel. Das heißt, wir werden unter die 1,2 Tonnen wahrscheinlich kommen. Könnten jetzt natürlich noch wieder an das Nachfolgermodell der 488, der kommen soll, der GTB, der hat ja Turbo, ist ja Turbo beladen, befeuert, sage ich jetzt mal. Könnten wir jetzt auch machen natürlich, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich bleibe mal beim ganz normalen Serien Sauger V8. Ich denke, das gehört einfach so dazu. Und deswegen, das ist ja auch für einen Vollaufbau völlig okay. Vollaufbau heißt für mich, ich bleibe beim Standardmotor und mache hier keinen extremen Motorwechsel. Nur bei manchen Fahrzeugen vielleicht. So, da kommen wir auf den LI von 978 mit 1,174 Tonnen und 471 kW. Ich denke, das ist eigentlich okay. Dann würde ich mal sagen, ups, dann tunen wir das einfach jetzt mal kurz. Ein bisschen hier 0815 Tuning. Ich meine, das wird trotzdem ein Biest sein, schätze ich mal. Übersetzung lasse ich jetzt mal. Hier geben wir ein bisschen mehr Sturz drauf. So, hier auf jeden Fall Stabis, immer weich stellen. Die ist irgendwie nicht so geil, wenn die zu hart sind. Gerade hier in Horizon ist es nicht unbedingt das Beste.
Federn auch etwas weniger. Hinten sind sie auch ziemlich hart, muss man sagen, eingestellt. Aber so eine krasse Differenz will ich eigentlich gar nicht zwischen vorne und hinten. Tiefer können wir den Hobel nochmal machen. Dämpfung auch etwas weniger. Hier können wir ein bisschen mehr. Hier immer guter Ansatz. So ungefähr die Hälfte des oberen anpeilen. Ja, nur ungefähr. Ja, ich weiß, 4,5 ist eher 9. Also müssen wir da nochmal ein bisschen weniger. Ja, und dann passt das schon. Wobei hier würde ich eigentlich echt gern das mehr oder weniger ausgleichen. Da gehen wir nach vorne. Da gehen wir auf jeden Fall zurück. Und hier auch. So, dann passt es für ein 0815 Setup. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine schwarze Motorhaube organisieren. Das kriegen wir doch hoffentlich hin. Gucken wir mal, was wir da so hinkriegen. Können einfach so machen. Aber das ist ein bisschen langweilig. Deswegen gucken wir mal, ob wir da nicht irgendwie so halb glänzend, ne? Dass so ein bisschen eine andere Farbe an sich annimmt. Ups. Und dann aber hier auf schwarz. Ich glaube, das sieht irgendwie cooler aus. Übernehmen wir so. Die Felgen sind eigentlich okay. Sie sind ja schon dunkel und sonst müssen wir eigentlich nichts ändern. Würde ich sagen, lassen wir das so. Und dann fahren wir mal raus, gucken, wie sich das Ganze so fährt. Und ja, schauen wir einfach mal, ob ich hier den Wunsch vom Till auch gerecht werde oder gerecht worden bin. Ne? Möchte ja die Wünsche auch erfüllen. Ja, zu Autowünschen gibt es natürlich auch was zu sagen. Ihr schreibt immer fleißig in die Kommentare eure Wünsche rein. Ich habe es zwar schon tausendmal erwähnt, ich will es nicht so gern immer wieder, aber ich muss es wohl immer wieder erwähnen. Es regnet nämlich. Nein, Autowünsche werde ich nicht, definitiv nicht über die Kommentare annehmen. Die werden nicht, ignoriere ich auch eiskalt. Es wird, ja, das kann ich schon mal ankündigen. Es wird. Alter, der klingt böse. Das 9,5 dreht er. Schon böse. Ja, also bis ja, diese Woche. Beziehungsweise dann ab. Ja, also ja, diese Woche ist ein bisschen blöd ausgerückt. Also ist ja jetzt heute Sonntag, aber morgen dann ab Montag und so weiter. Diese Woche, die jetzt kommt, werden die Autowünsche wieder freigegeben. Juhu! Ja, Leute, ihr dürft dann wieder wünschen. Und wie das Ganze funktioniert, werdet ihr in der nächsten Folge von Forza Horizon hören. Die kommt dann am Dienstag bereits. Das heißt, ihr könnt euch schon mal im Kalender anstreichen. Ab Dienstag wird es wohl oder übel wieder Zeit sein, Autos sich zu wünschen. Es wird sich aber ein bisschen was ändern. Da werde ich dann drauf eingehen, wenn es soweit ist. Und jetzt in der heutigen Folge fahren wir einfach noch so hier diesen Autowunsch aus. Oh lala. Lala. Der hat sich aber über. Da haben sich ein paar überschlagen. Uiuiui, und ich mache hier einen geilen Drift. Er ist schon eine Zicke, so ein bisschen, der Italia. Das Problem hatten wir ja schon mal, als wir den hatten, ganz am Anfang vom Let's Play, dass der sich nicht so souverän geil gefahren hat. Was ich jetzt aber auf jeden Fall machen werde in der Folge, ist, ich werde kurz mal hier unten reinfahren, definitiv. Boah, geht, ne? Ich werde, glaube ich, einfach mal eine Fahrspaßliste machen, oder? Da haben wir nämlich eh noch viele, viele offen. Ich werde jetzt einfach die nächstbeste, die ich jetzt hier finde, werde ich einfach mal anfahren. Und dann machen wir einfach mal eine Fahrspaßliste mit dem Italia, beziehungsweise wir fahren mit ihm hin. Und wenn wir dann die Fahrspaßliste gemacht haben, dann denke ich mal, sind wir ungefähr bei der Hälfte, dann werden wir schon wieder zurück in die Werkstatt gehen. Ja, ich weiß, ein bisschen schade, dass wir so schnell schon wieder zurück in die Werkstatt gehen. Ihr möchtet lieber das Auto sehen und fahren sehen, aber wir bleiben ja beim Italia. Ich werde es nur dann für den zweiten Autowunsch ein bisschen anpassen. Uiuiui. Also mit dem kann man auf jeden Fall gut driften, wenn man das will. Richtige Driftsau hier. So, wo ist denn jetzt die Fahrspaßliste? Ich fahre jetzt hier irgendwie auf den Straßen da vorne irgendwo, mitten im Nirgendwo. Ich will jetzt nicht unbedingt ins Gelände prügeln, das Auto. Ups. So, fahre ich jetzt mal da vorne hin, hier mitten in der Nacht.
Das war ein Gang zu hoch. Und hier sind viele Bäume. Und ich komme so glücklicherweise genau dazwischen durch. Lalala. So. Also wie gesagt, ich werde nicht auf die Autowünsche in den Kommentaren eingehen. Das werde ich weiter nicht tun. Ich wette mit euch auch. Ich wette echt drauf, dass wenn das Autowunschformular da ist, dass trotzdem die meisten Leute die Autos wieder einmal in den Kommentaren wünschen. Und ich glaube, ich muss echt hier ins Gelände fahren. Ups, uah, sorry. Aber das wird alles über ein Formular funktionieren, welches jetzt auch schon in der Beschreibung verlinkt ist, allerdings halt noch gesperrt ist. Das werde ich erst dann ab Dienstag freigeben, sobald die Horizon-Folge am Dienstag erschienen ist. Also das könnt ihr euch, wie gesagt, im Kalender anstreichen. Da gibt es nämlich den einen letzten Autowunsch der alten Autowunschliste noch zu tun. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie der Rallye-Fighter. Na, fahren wir mal den Rallye-Fighter hier. Genau, aber wie gesagt, ich werde einfach dazu Stellung dann beziehen. Am Dienstag möchte ich nie näher drauf eingehen. Jetzt sind wir erstmal hier. Oh, geil, ich habe erstmal abgewürgt. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Da fahre ich doch jetzt einfach mal hier so lang. Oh, geil, der dreht sich einfach mal ein. Was ist das für ein Scheiß? Der fährt sich ja voll beschissen. Toll, auch nur noch eine Minute Zeit, ja. Das war ja jetzt gerade richtig beschissen, hat sich einfach eingedreht. So, Bäume, die habe ich gern. Oder auch nicht. Ich habe gehofft, wenn ich sage, ich habe sie gern, dass das dann besser klappt, aber hat nicht so geklappt. Ich muss ja auch sagen, ich bin der größte Fahrspaßlüchtenversager. Die meisten Leute wissen das. Oh, lala. Oh, da haben sie gemäuer. Da kann man gar nicht abkürzen. Aber das ist ja kacke. Das wusste ich halt auch nicht. Ja, jetzt ist schon vorbei. Können wir gleich neu starten. Probieren wir es nochmal. Und ich hoffe, ich kriege das schnellstmöglich hin, weil der Wunsch ist ja, ich soll mit Italia fahren, ja. Und ich solle nicht hier mit dem fahren. Aber Italia sind wir schon oft genug gefahren. Also so ist ja nicht, als dass der Italia hier in dem Let's Play zu kurz gekommen wäre. Ist ja sowieso eins der, finde ich, optisch eins der geilsten Fahrzeuge. So, jetzt drehe ich mal bitte nicht ein. Ich versuche jetzt mal... Soll ich den... Ne, den direkten Weg können wir auch vergessen. Muss ja irgendwie hier so direkt runter. Und dann fahren wir einfach mal so lang. Ich muss auf jeden Fall zu dieser Abzweigung kommen. Hier kann ich durchfahren, oder? Jawohl. Bäume. Oh, leg dich doch nicht aufs Dach. Och Mann, komm, 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 komm. Das ist ein Scheißauto, ne? Für das, dass es eigentlich ein mega Extreme Offroad, weiß ich was, Vehikel sein soll, fährt er sich so richtig beknackt. Muss ich einfach mal so ganz ehrlich jetzt sagen. Ja, komm, heb doch nicht schon wieder ab. Komm jetzt. Komm, 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 komm. Oh, das reicht nicht. 15 Sekunden für so und so viel Kilometer. Ich glaube, ich habe einmal den absolut falschen Weg hier. Ja, letzten 10 Sekunden laufen. Ja, das kann man gar nicht. Alter, das ist ja mega schwierig. Ich hasse diese Gelände-Herausforderungen, ne? Also irgendwas fahre ich auf jeden Fall schon mal komplett falsch. Ja, bla bla bla, Ben. Die ist überhaupt nicht schwierig. Ich bin einfach nur dummer, glaube ich. Aber der Weg ist wieder das Ziel, definitiv. Man muss die richtige Route haben. Dann ist es meistens einfach. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir da am besten fahren, dass wir ganz, ganz schnell dahin kommen. Der direkte Weg ist laut der Mathematik meistens der bessere, aber da klappt nicht immer. So, deswegen gucke ich mal kurz auf die Karte und gucke mir das kurz an. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Aber da müssen wir eigentlich fast direkt fahren, oder? Alles andere ist ja Quatsch. Hier so direkt rein. Weil von hier kommen wir nicht rüber. Also wir müssen quasi hier so direkt so ein bisschen nach links. Hier das so einpeilen und voll durchrotzen. Und nicht abheben oder überschlagen oder sonst was. Der fährt sich echt scheiße. So, go, go, go. Ey, was ist denn das für ein Scheißding? Komm jetzt. Ja, da haben wir jetzt eigentlich schon wieder verkackt. Wenn man sich so einmal überschlägt oder so. Komm, 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 komm. Du böses Ding. Ach, come on, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ach, das ist doch... Ja, ist jetzt... Ach,
Was ist denn das für ein Drecksauto? Jetzt mal ganz ehrlich, da krieg ich Aggressionen, was ich eigentlich gar nicht haben will. Ja? Aber ich habe die Aggressionen. So, nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, nee, ich gebe mir noch 2 Versuche. Das ist noch ein Versuch, wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich das mal links liegen, mache das ein anderes Mal. Ja, jetzt wirklich wieder ab, dankeschön. Aber wieso müsste er sich auch immer so überschlagen, ey? Das ist ja die beschissenste Federung überhaupt. Die sind die Dämpfer total beschissen eingestellt. Guck mal, wie schlecht er abhebt. Das darf gar nicht passieren. Das heißt, er hat... Ja, die sind einfach falsch eingestellt. Die müssen genau andersrum funktionieren. Der federt zu leicht ein, federt aber zu viel, zu stark aus. Und dadurch überschlägt er sich so behindert. Also für Offroad ist er so richtig kacke eingestellt, sorry. Also da kriege ich ja Aggression hier. Muss ich ein bisschen vom Gas gehen, dann ist ich da besser. Spare ich mir schon mal 10 Sekunden, wenn da nicht dieser dumme Alpha-Fahrer noch kommt. Komm jetzt. Aber es wird wieder ganz knapp, glaube ich. 15 Sekunden für 900 Meter. Oh, komm jetzt. Ey, das fährt sich so beschissen. 9, 8. Oh Gott, das reicht wieder nicht. Glaube ich. Nee, das reicht auf keinen Fall. Reicht es. Alter! Was ist das für eine scheiß Herausforderung? Wer hat denn die erstellt? Boah, ey. Das ist ja richtig behindert. Sorry. Das ist ja richtig behindert schwierig. Mann! So, nochmal. Aller gute Dinge sind dieser Moment. Und komm. Die Musik geht mir jetzt auch so dezent auf den Arsch, ne? Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen von außen ranzufahren. Vielleicht ist das irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Neuer Weg. Ja. Ich sage ja immer, der Weg ist das Ziel. Und da sind... Ach Mann, die scheiß Bäume, Mann. Die gehen mir so auf den Dreck. Ich muss jetzt echt aufhören. Habe ich wieder so einen Hals. Schlage ich wieder alles zusammen nach der Aufnahme. Ist nicht gut, ja. Ich soll entspannen. Ich glaube, wir haben nochmal eine Sekunde gewonnen oder so. Vielleicht war es tatsächlich besser, ein bisschen außen rum zu fahren. Blöde ist, dass da halt so echt so mega kranke Kurven sind. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Wer baut denn die Scheiße? Komm jetzt! Boah. Ja, siehst du. Geschafft. Ja, und dafür kriege ich kein Geld und keine EP und. Ja, falls sich jemand wundert oder vielleicht zufälligerweise auch in der Folge schon mein Kontostand erhascht hat, warum der auf einmal so geschrumpft ist von fast 28 Millionen auf nur noch, glaube ich, 2 Millionen. Ja, ich habe mir mal die ganzen teuren Autos gegönnt. Ich glaube, mir fehlt aktuell nur ein einziges Auto noch. Dann hätte ich alle, die es gibt im Fuhrpark und manche doppelt, dreifach, vierfach und fünffach. Könnte ich mir auch kaufen, aber ich dachte, ein bisschen Puffer will ich noch haben für das Let's Play. Man weiß ja nie, was kommt. So, wir fahren jetzt aber hier mit dem Italia die nächste Zentrale an. Da fahren wir runter nach Castelletto. Und dann bauen wir mal das Auto noch schnell um, weil der zweite Wunsch will ich auch noch füllen. Wie gesagt, ist mehr oder weniger nur optischer Natur, was sich der andere Kollege gewünscht hat. Und ich möchte natürlich beiden die Möglichkeit geben. Natürlich tut es mir jetzt leid, das glaube ich jetzt hier, wenn man die Screen Time nimmt, der Rally Fighter, glaube ich, ein bisschen länger jetzt zu sehen war mit der Italia. Das tut mir ein bisschen leid. Aber wie gesagt, der Italia hatten wir ja auch so gesehen oft genug schon im Let's Play. Und da werden wir, glaube ich, auch noch oft genug sehen. Entweder hier in Horizon oder in Motorsport 6. Weil der Italia ist so ein Fahrzeug, das ist einfach halt, ja, einfach geil, ja. Da muss man einfach mal zeigen. So, gehen wir mal darüber. Zack, zack, zack. Ja, der fährt sich dann doch ein bisschen angenehmer. So ein scheiß Rallye-Fighter. Dezent schneller. Aber wenn ich in eine Stadt reinfahre, fahre ich auch immer wie ein Vollgestörter da irgendwo rein. Das ist ein bisschen giftig auf der Hinterachse. Aber nur dezent.
Und da drehe ich mich ein. Das war gewollt. Und es ist auch auf jeden Fall gewollt. Und dass ich hier die Dinger abkaschiere, ist auch auf jeden Fall gewollt. So. In den Tunnel fahren ist immer gewollt. Ui, und den Tunnel nehme ich auch mit. So, jetzt sind wir gleich da. Dann kommt die Änderung. So, ja. Ui, gekonnt. So. Jetzt gucken wir mal auf der Liste. Ja, und zwar der Forza-Fan hat sich ebenfalls in Italia gewünscht. Wer hätte es gedacht? Und diesmal hat er sich das gewünscht in Weiß. Keine Spoiler, haben wir auch voll aufgebaut. Haben wir schon kein Allrad, haben wir auch gemacht. Standardfelgen, da ist der Unterschied. Und er möchte auch die Rückspiegel und die Scheiben schwarz lackiert haben. Okay, also die Scheiben lackieren ist nicht so geil, aber wir können sie folieren. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in Upgrades rein und tauschen mal die Felgen, upsala, ganz schnell und ganz dezent auf die Standardfelgen, da werden die jetzt hier auch wieder ein bisschen kleiner werden, ja, geht es? Zack, hier haben wir die Standardfelgen. So, dann gehen wir mal zurück und dann gehen wir mal auf Lackieren, Auto lackieren. Ich weiß gar nicht, ob Ferrari den standardmäßigen Weiß anbietet. Oh ja, bietet er. Und gucken wir mal, wie viele Farben man denn haben kann. Ist ja krass. Aber hier, wir nehmen hier dieses Perlweiß. Sieht schon böse aus, oder? So ein Italia in Weiß. Das ist schon böse. So, jetzt in Schwarz möchte er das haben. Dann nehme ich auch wieder diese Halbglänzen. Das fand ich gerade sehr. Das fand ich sehr pornös. Machen wir das auch mal so schwarz. Zack. Okay, dann machen wir mal aber die Felgen jetzt in dem Fall auch so, weil. Halbglänzend. Lackierfarbe. Ups. Hier geht's rüber. Zack. Achso, ja, hätte ich eigentlich auch gleich rüber. Macht ja keinen Unterschied. Schwarz ist schwarz, egal in welche Grundfarbe man das macht. Oh, wir sehen aber dann schon böse dunkel aus. Okay, machen wir hier vielleicht ein bisschen mehr grau. So. Ja, Motorhaube hat er nicht gesagt, deswegen lassen wir die auch. Und dann aber die Scheiben sollen mal schwarz machen. So. Dass man gar nichts mehr sieht aus der Seite raus. Nee, so dunkel will ich es nicht machen. Ein bisschen will ich auch noch was raussehen. Machen wir so. Und dann, auch wenn ich die meiste Zeit aus der Außensicht fahre, aber trotzdem, geht ums Prinzip. So, dann haben wir das auch gemacht. Wir machen auch kurz nochmal den Vergleich mit der Serienvariante, weil ich das ja immer so sehr gerne mache. Und ich dann glaube, das ist auch immer ein guter Ansatz, einfach zu sehen, was denn unser Fahrzeug im Vergleich zum ursprünglichen Modell einfach so bietet. Und deswegen gehe ich nochmal kurz raus, fahren wir kurz raus. Komm zurück. Und dann gehen wir kurz auf Autos tunen und ups, zurück. Doch, tunen war schon richtig. Ich bin ein bisschen verplant und meine Aggression ist immer noch nicht ganz unten. Ja, also sprich mich nicht blöd an. So, und hier haben wir die Serie, das ist immer im Vergleich, also 471 zu 419 kW. Also es ist nicht so krass viel, auch das Drehmoment ist nur dezent mehr. Gewicht ist halt ordentlich weniger, ja, und die Gewichtsverteilung ist besser. Also es ist sehr, sehr ähnlich zur Serie, muss man sagen, der Vollaufbau. Und wer Wheelspin? Den nehme ich natürlich mit. Weil die Wheelspins immer so super gut funktionieren, mache ich den auch so gerne. Ja, ist schon besser. Also muss man sagen, da hatten wir schon echt schlechtere. Aber so ein Weiß sieht ja schon Porno aus, oder? Interessant finde ich, wie der so ein bisschen backt, wenn ich hier mit den Felgen, seht ihr das? Dieser Grafikfehler. Hier sind so ein bisschen farbliche Felgen und wenn ich stehe, sind sie sofort schwarz. Da verstehe einer die Engine. Er weiß nicht, wie er sie darstellen soll. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach ein bisschen die Straße lang hier. Uiui, die Pflastersteine sind ganz schön. Die gehen ganz schön aufs Fahrwerk. Uiuiui. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt eigentlich kein Rennen heute, weil wir sind eigentlich in der Sportwagen-Serie meines Wissens schon alles gefahren. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann werden wir das aber trotzdem sicherlich nachholen. Ist ja auch nicht so wild. In Italia ist immer definitiv, aber schon so eine Serie gefahren. Und ja, einfach geiles Fahrzeug. Freue mich auch wahnsinnig auf den Nachfolger, eben den 488 GTB. Sieht meiner Meinung nach sehr geil aus. Sieht so ein bisschen aus wie ja, die Mischung aus dem Italia hier und dem LaFerrari. So eine Kreuz- und Kreuzprodukt, was von der Optik angeht. Wie gesagt, wird ein V8 Turbo haben, oder beziehungsweise B-Turbo. Ja, freue mich trotzdem auf jeden Fall riesig drauf, auch natürlich auf die Rennwagenmodelle, auf die GTLM-Modelle und so weiter. Wird hier ein GTLM-Modell und ein GT3-Modell geben vom
488, GTB. Und vielleicht kriegen wir den ja auch per DLC in Forza Motorsport 6. Wäre auf jeden Fall sehr deluxe, würde ich mich freuen. Vor allem dann auf das Duell zwischen dem 488 und dem Italia. Die haben wir mal so ein bisschen gegeneinander antreten zu lassen. Allgemein diese V8-Reihe sehr, sehr cool. Was ich jetzt auch noch gehört habe, ist, dass ein Nachfolger, also ein, ja, also nicht, ja, doch Nachfolger des Ferrari Dino kommen soll. Also jetzt nicht mit dem Namen Dino, aber es soll halt der Nachfolger sein, also quasi ein Ferrari fürs Volk, so auf die Art. Nur halt ist der, ja, ein bisschen teuer, ja, trotzdem noch. Also er ist halt billiger, soll ein V6 besitzen. Und da bin ich mal gespannt, ob auch das Gerücht stimmt. Ich habe das jetzt halt mal nur gelesen. Und er dreht sich wahnsinnig schnell ein. Das Heck ist echt biestig, aber das hatten wir ja, als wir ganz am Anfang des Let's Plays, das war ziemlich am Anfang, hatten wir sehr früh auch in Italia. Und da habe ich den ja tatsächlich auf Allrad umgebaut. Ja, das würde jetzt der ein oder andere sagen, Ray, du bist des Wahnsinns. Wie kannst du nur in Italia auf Allrad umbauen? Aber ja, um einfach dieses extrem Giftige wegzukriegen. Zum Driften ist es geil. Hat einen schnellen Passagen. Problem ist, die Gefahr ist, dass man sich schnell eindreht. Aber sonst geht es ganz okay. Ja, sonst ist er sehr direkt, muss man sagen. Er fährt sich sehr direkt. Oh, Geschwindigkeitstempozone. Die machen wir doch jetzt hier mit Bravour. Mit Drift aber. Wegen der Drift-Style-Punkte. Ja, Drift ist auch sowas, was ich mir so unbedingt wünsche für Horizon 3, dass es so richtige Drift-Events gibt. Gerade auch im Online-Modus. Das würde auch zum Beispiel hier für die Specials, die wir hier machen, auch einfach eine ganz neue Kategorie bieten. Ja, dass man halt einfach in den Specials auch Drift-Sachen machen könnte. Das wäre schon sehr deluxe. Ui, und ich drehe mich schon wieder ein. Das ist genau das, was ich meine. Man dreht sich wahnsinnig schnell ein. Wo kann man hier hinfahren? Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Guck mal, da kann man da einfach mal abkürzen. Wusste ich gar nicht. Überall diese Geheimwege und Pfade. Ja, das ist interessant. So, einmal noch eine Pirouette. Weil es so einfach geht mit dem Fahrzeug. Ui! Ja, meine Wunschliste für Horizon 3 ist sowieso riesig. Aber... ja, muss auch nicht alles erfüllt werden. Ich hoffe einfach, es wird ein guter Nachfolger. Und ich bin mir da auch relativ sicher, dass Playground Games was Cooles abliefern wird. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, Horizon 3 wird noch eine Weile gehen, bis es soweit ist. Da sind wir noch fast ein Jahr. Ein gutes Jahr. Davon sind wir da noch entfernt. Da kann man nicht lang, oder? Nee, da haben sie einfach mal den Weg zugemacht. Die sind ja gemein. Das ist schon eine Zicke. Also, ihr seht es ja an den Reifen, die da immer durchdrehen. Schon böse. Schon sehr böse. Aber hier so die Straßen so lang zu fahren, das ist einfach cool. Das haben wir einfach viel zu selten gemacht, würde ich sagen. Also klar sind wir die Straßen gefahren, logischerweise. Aber einfach mal so gechillt, lang zu fahren, ohne irgendwas. Einfach so ein bisschen Auto fahren. Stupide. Einfach mal hier den Leuten zu zeigen, hey, ihr Lappen, guckt mal, was ich fahre. Ich fahre einen weißen Italia und ich pone euch alle weg. Weil der ist nicht mal serienmäßig. Der hat noch ein bisschen mehr. Bums, 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 bums. Und ich kann einfach driften. Mitten in der Stadt. Und es gegen eine Wand. Und mir ist es egal, weil ich habe Felgen, die ständig ihre Farben wechseln. Und so weiter und so fort. So sieht es nämlich aus. Ja, ansonsten, ich habe eigentlich heute gar nichts Großes vorbereitet, muss ich sagen. Das ist so... so ein bisschen, ja, ich wollte es einfach so ein bisschen drauf ankommen lassen, muss ich sagen. Ich habe auch so echt überlegt, zwei Italias, was mache ich? Soll ich im Vorfeld schon aufbauen, dass ich schnell wechseln kann? Soll ich es während der Folge tun, so wie ich das auch getan habe? Sollen wir Rennen fahren? Soll ich mir irgend so ein Thema zurechtlegen, über was ich diskutieren kann? Und ja, irgendwie habe ich gesagt, komm, weißt du was, Ray, jetzt machst du mal einfach so richtig spontan, na, drückst du auf den Aufnahmeknopf
und machst einfach mal irgendwie irgendwas, ja? Ich weiß, die meisten sind vielleicht schon eingeschlafen, denken, boah, was für eine Kackfolge. Aber vielleicht auch nicht. Das bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Ob ihr jetzt sagt, nee, die Folge fand ich eher nicht so. Oder ihr sagt, nö, war mal was anderes, ja? Man konnte dir zuhören, auch wenn ich das nicht immer glaube, dass man das kann, aber ich mach das halt. Zack, ups, ich zerstöre gerade hier alles. Weil ich kann's. Ich hab den Italia. Ja, beruhig dich jetzt hier. Ganz sachte durchbeschleunigen. So. Ja, einfach Feedback geben. Immer Feedback geben. Und ansonsten habe ich es auch schon mal angesprochen in einer der vergangenen Folgen. Wenn ich mal irgendwie über ein Thema labern soll, mal so eine richtige Laberfolge machen soll, über irgendein Thema, ja, schlagt einfach mal irgendwie Themen vor in den Kommentaren oder so. Oder wenn euch ein Thema zu peinlich ist, weil ihr das irgendwie nicht ansprechen wollt, könnt ihr das ja natürlich gerne auch per Privatnachricht entweder hier auf unser YouTube-Kanal schicken oder per E-Mail. Dann bleibt es natürlich unter uns, wer das eingesendet hat. Wenn ihr das anonym einsenden wollt, das ist ja gar kein Thema. Also wie gesagt, Themen gerne vorschlagen, mache ich sehr gerne. Aktuell habe ich ja leider selber jetzt nichts, wo ich jetzt so irgendwie sagen müsste, boah, darüber, da muss ich jetzt drüber labern. Das beschäftigt mich gerade. Ihr wisst, die Leute, die schon länger hier dabei sind, es gab immer mal zwischendurch so Laberfolgen, wo ich mal über gewisse Themen gesprochen habe. Aber jetzt aktuell, wie gesagt, weiß ich gerade gar nichts. Vielleicht müsst ihr mir einfach da so ein bisschen den Anstupser geben und sagen, hey, Ray, wie wär's? Schau doch mal auf das Thema hier in der Welt, in Motorsport, zu den Autos oder. Ja, also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. So. Und das war's jetzt aber mit der Folge. Wie gesagt, heute einfach mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe trotzdem, dass es dir Spaß gemacht hat, hier mich heute anzuschauen. Nee, du hast mich eigentlich nicht angeschaut. Ja, mir heute zuzuhören und dem Italia bzw. auch dem Rally Fighter zwischendurch zuzuschauen. So, das war's jetzt mit der Folge. Nächste Folge am Dienstag wird die erscheinen. Gibt's den letzten Autowunsch der alten Autowunschliste. Ich weiß auch schon, was kommt. Ihr wisst vielleicht auch schon, was kommt. Es wird etwas Kleineres sein, aber was Cooles, weil den sind wir tatsächlich noch nie gefahren in einem Let's Play. Und das, ja, und dann werde ich natürlich in der letzten Folge explizit darauf eingehen, wie es aussieht mit dem neuen Autowunschformular. Und das Coole ist auf jeden Fall auch, es wird, sobald die Folge online geht am Dienstag, vielleicht auch ein paar Minuten später, aber auf jeden Fall am Dienstagmorgen wird es, oder Mittag besser gesagt, wird das neue Auto-Wunschformular freigegeben werden. Link dazu ist jetzt schon in der Beschreibung, ist aktuell noch gesperrt, aber dann schalte ich es auf frei und dann dürft ihr drauf loswünschen. Und dann, ja, ganz nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber ich werde, wie gesagt, noch ganz explizit darauf eingehen, wie das Ganze ablaufen wird in der nächsten Forza Horizon-Folge. Deswegen sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, man hört und sieht sich in der nächsten Folge wieder. Und ich bin raus. Vielen Dank. Dein Ray. Ciao, ciao.